Was ist der Eichelbaum? Okay. Das ist eine Tradition. Eine geile Aussicht. Die meisten denken wahrscheinlich jetzt, dass es ein Fotografen ist. Also guckt euch die Krake an, Leute, mal von der anderen Sicht. Zieht euch dieses extreme Fahrradteil mal richtig rein, Alter. Ich guck hier unten, siehst du noch die Schienen von diesem Paddeling-Kur. Als nächstes, Leute, geht's da unten rein. Da geht's rein, da unten. Der Kopf ist gerade runter. Da geht's als nächstes rein. Die Ballone so, bis es im Auge hat. Da geht's da unten rein ins Opti, Leute. Das ist ohne Scheiße. Ist ein bisschen, ich will sogar sagen, 10 Millimeter wird. Ja, und das sitzt dann im freien Fall beim Spiel. Was ist bei Desert Race los? Gar nichts? Ungefähr aber 10 Meter höher. Bei Desert Race? Guck mal, wie klein die Bahn ist. Aber trotzdem, weil das bei Desert Race ist, halt ja, mein Kolossus von der anderen Seite. Das ist hart. Da hinten, Leute, das Maya-Tal, wo wir auch immer mal hingehen. Einfach geil, das Ding da hinten. Kolossus ist der Wahnsinn. Big Loop brauche ich nicht sagen, machen wir auch noch. Hier zu bringen jetzt. Die Krake, dahinter Scream, auch geil. Der Freifallturm da hinten wird gerade getestet, habe ich gesehen. Weißt du, was du jetzt machen musst? Panorama-Bild. Du musst dich gar nicht sehen. Den da hinten war gerade oben. Ja, nach der Fahrt, nach der Bild sehen, wenn man den Tag hier in der Fall noch hat. Du genießt einfach die Aussicht. Aber ey, Trill ist offen. Ja? Alter, so musst du dir gerade mal vorstellen, wenn du so hoch, ey. Ja. Boah, Alter, guck mal die Busse, ey. Gleich von Anfang an den Kopf gefickt, der Sardwash. Ja. Unglaublich. Ich stell dir mal King da Kau vor, Alter, mit 150 Meter, ja. Da hinten, Leute, im Wald die Schiffsschaukel. Der hat gerade gesucht, die machen wir auch noch. Hier ein schönes Zeltchen hier unten. Geht's gleich weiter. Ja, Wenn. Ich bleib den ganzen Tag da.